starten hier mit unserer Forderung von 6%, 100 Euro für die Auszubildenden und der unbefristeten Übernahme der Auszubildenden. Eigentlich ganz positiv. Der Innenminister hat gesagt, er will schnelle Verhandlungen. Die kann er mit uns gerne haben. Er muss unseren Forderungen nur nachkommen. Heute ist Zahltag. Heute müssen die Arbeitgeber zeigen, was sie an Wertschätzung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen drauf haben. Wir haben eine Schichtbelastung, die halt auch einfach mal entgeltlich vergütet werden soll. Einfach, dass man auch mal eine Anerkennung vom Arbeitgeber spürt. Wir kriegen wirklich ein stiefmütterliches Gehalt für diese Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet. Und das macht uns wütend. Wir schrubben Überstunden über Überstunden. Und dementsprechend muss natürlich auch ein vernünftiges Lohn plus für die Beschäftigten bei rumkommen. 6% ist die richtige Zahl, weil damit nämlich erreicht wird, dass der öffentliche Dienst attraktiv bleibt und auch noch wird. So, wenn heute nicht viel passiert, dann müssen wir den Druck von der Basis erhöhen. Das heißt, wir wollen dann nach Ostern deutlich in den Betrieben ein Zeichen senden, dass es ohne ein ordentliches Angebot der Arbeitgeber hier nicht weitergehen kann. Aber zum Schluss stehen wir für alles ein, was wir wollen und was wir fordern. Und wir sind auch bereit, dafür zu kämpfen. Und wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden, dann müssen wir halt auf die Straße gehen. Und das kann sich dann natürlich zum Schluss ein bisschen ziehen.